Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 195. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du nicht nur unsere Vergangenheit und unsere Gegenwart, sondern auch unsere Zukunft kennst. Herr, wir wissen nicht einmal, was heute noch an diesem Tag geschehen wird, aber du weißt es. Und wir möchten uns heute unter dein Wort stellen, unter deinen Segen, unter die Führung deines Heiligen Geistes und dir dafür danken, dass du für uns da bist und dass du jetzt zu uns sprechen möchtest. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir beginnen heute mit 4. Mose 35 und dort Vers 1. Und der Herr redete zu Mose in der Ebene Moabs am Jordan, Jericho gegenüber, und sprach: Gebiete den Kindern Israels, dass sie von ihrem Erbbesitz den Leviten Städte geben, in denen sie wohnen können. Dazu sollt ihr den Leviten auch einen Weideplatz rings um die Städte geben, damit sie in den Städten wohnen und in den Weideplätzen ihr Vieh, ihre Habe und alle ihre Tiere haben können. Die Weideplätze der Städte aber, die den Leviten geben sollt, sollen sich von der Stadtmauer nach außen hin 1000 Ellen weit ringsum erstrecken. So sollt ihr nun außen vor der Stadt an der Seite gegen Osten 2000 Ellen messen, an der Seite gegen Süden 2000 Ellen und an der Seite gegen Westen 2000 Ellen und an der Seite gegen Norden 2000 Ellen, sodass die Stadt in der Mitte liegt. Das sollen ihre Weideplätze sein. Und unter den Städten, die ihr den Leviten geben werdet, sollen die 6 Zufluchtsstädte sein, die ihr ihnen zu geben habt, damit dorthin fliehen kann, wer einen Totschlag begangen hat. Und außerdem sollt ihr ihnen noch 42 Städte geben. Alle Städte, die ihr den Leviten gebt, sollen 48 Städte sein, samt ihren Weideplätzen. Und was die Städte betrifft, die ihr vom Erbbesitz der Kinder Israels geben werdet, sollt ihr von einem großen Stamm viele nehmen und von einem kleineren weniger. Jeder Stamm soll gemäß dem ihm zugeteilten Erbteil den Leviten von seinen Städten geben. Die Leviten, so hatte es schon Jakob in 1. Mose 49 prophezeit, würden in ganz Israel verstreut werden, ähnlich wie später auch dann die Simeoniter, aufgrund der schlimmen Sünde, die Simeon und Levi begangen hatten. Aber im Fall der Leviten wurde aus dem Fluch ein besonderer Segen. Nachdem die Leviten ja bei der Geschichte vom goldenen Kalb in 2. Mose 32 vollständig treu zu Gott gestanden hatten, wurde zwar der Spruch, dass sie in ganz Israel verstreut werden sollten, nicht aufgehoben, aber in einen besonderen Segen umgewandelt. Sie sollten in ganz Israel präsent sein, um als besondere Diener Gottes das Wort Gottes und seinen Dienst, seine Anbetung überall bekannt zu machen und davon zu sprechen. Sie sollten sozusagen wie ein Sauerteig das gesamte Volk Israel durchdringen, damit überall jeder Mensch in seiner Nähe Leviten hatte, die über das Werk Gottes und über das Heiligtum, über den Plan der Erlösung reden konnten. Gottes Pläne mit unserem Leben sind auch so, dass selbst wenn aufgrund von Sünde Konsequenzen da sind, die negativ sind, er durch seinen Plan der Erlösung aus negativen Konsequenzen noch einen großen Segen machen kann, damit wir, wenn wir ihm nachfolgen und ihm treu sind, für die ganze Gemeinde, für das Volk Gottes, für alle um uns herum, ein Segen sein können. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sage zu ihnen, wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan kommt, sollt ihr euch Städte wählen, die euch als Zufluchtsstädte dienen, damit ein Totschläger, der einen Menschen aus Versehen erschlägt, dorthin fliehen kann. Und diese Städte sollen euch als Zuflucht dienen vor dem Bluträcher, damit der Totschläger nicht sterben muss, ehe er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat. Und unter den Städten, die ihr abgeben werdet, sollen euch 6 als Zufluchtsstädte dienen. 3 Städte sollt ihr diesseits des Jordan abgeben, also im Ostjordanland, und 3 sollt ihr im Land Kanaan abgeben. Das sollen Zufluchtsstädte sein. Diese 6 Städte sollen sowohl den Kindern Israels als auch den Fremdlingen und Bewohnern ohne Bürgerrecht unter euch als Zuflucht dienen, damit dahin fliehen kann, wer einen Menschen aus Versehen erschlagen hat. Wenn er ihn aber mit einem eisernen Werkzeug erschlägt, sodass er stirbt, dann ist er ein Totschläger und ein solcher Totschläger soll unbedingt getötet werden. Schlägt er ihn mit einem Faustkeil, mit dem jemand getötet werden kann, sodass er stirbt, dann ist er ein Totschläger und ein solcher Totschläger soll unbedingt getötet werden.
schlägt er ihn mit einem hölzernen Werkzeug in der Hand, mit dem man jemanden totschlagen kann, sodass er stirbt, dann ist er ein Totschläger und ein solcher Totschläger soll unbedingt getötet werden. Die Zufluchtsstädte sollten nicht einfach ein Schlupfloch für kaltblütige Mörder sein. Sie sollten eine Illustration sein für den Plan der Erlösung, wo jeder Sünder bei Jesus Christus Zuflucht finden kann. Der Bluträcher soll den Totschläger töten, wenn er ihn antrifft, soll er ihn töten. Stößt einer den anderen aus Hass oder wirft er absichtlich etwas auf ihn, sodass er stirbt? Oder schlägt er ihn aus Feindschaft mit seiner Hand, sodass er stirbt? So soll der, welcher ihn geschlagen hat, unbedingt getötet werden. Denn er ist ein Totschläger. Der Bluträcher soll den Totschläger töten, wenn er ihn antrifft. Interessanterweise ist das hebräische Wort für Bluträcher dasselbe Wort für Löser und damit für Erlöser. Denn der Erlöser Israels hatte ja Rache an den Ägyptern getan. Die Idee ist, dass der Löser, der Erlöser, derjenige ist, der begangenes Unrecht rächt, der Gerechtigkeit wiederherstellt. Und das bringt uns zu einem interessanten Gedanken. Gott vergibt uns, indem er als Erlöser gleichzeitig Bluträcher ist. Er stellt Gerechtigkeit wieder her. Und zwar, und das ist das Besondere, indem er selbst sich mit dem Sünder identifiziert und sich selbst die Strafe auferlegt. Wenn er ihn aber aus Versehen, nicht aus Feindschaft stößt oder irgendein Gerät unabsichtlich auf ihn wirft. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns immer wieder neue Einsichten schenkst in den Plan der Erlösung. Und dass uns bewusst heute werden durfte, dass Erlösung auch bedeutet, dass der Sünder eigentlich den Tod verdient hat, dass wir deswegen frei sein dürfen, weil Jesus nicht nur uns vergibt, sondern auch den Sünder, mit dem er sich selbst identifiziert hat, also dass er sich selbst gegeben hat, dass er selbst den Tod gestorben ist, den wir eigentlich hätten sterben müssen, sodass wir wirklich frei sein dürfen. Danke, dass wir Zuflucht bei Jesus haben dürfen. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.